Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wie letzte Woche möchte ich auch diese Woche einmal eine Analyse machen und schauen, wie die vergangenen Deals der letzten Woche so verlaufen sind. Wir schauen uns an, wie sich die Preise entwickelt haben, ob ich richtig lag mit der Preisentwicklung oder nicht. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal die Deals anschauen, die ich letzte Woche gepostet habe und wie sich die Preisentwicklung dementsprechend verhalten hat. Falls du genau solche Deals bekommen möchtest, dann findest du unten alle Informationen, wie du dich für den Newsletter per WhatsApp direkt auf dein Handy anmelden kannst, um genauso profitable Deals zu bekommen, um diese profitabel auf Marktplätzen wie Amazon und eBay zu verkaufen. Und wenn dich viele weitere Themen rund um das E-Commerce interessieren, dann abonniere auch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Letzte Woche gab es genau 3 Deals, meine ich, die ich gepostet habe. Es ist also wirklich sehr unregelmäßig, beziehungsweise mal sind es mehr, mal sind es weniger. Es kommt immer auf die Preise an, denn ich poste nicht alles Mögliche, sondern tatsächlich, wo ich merke, okay, hier ist Potenzial da, dieses Produkt zu kaufen und profitabel gewinnbringend weiter zu verkaufen. Und deshalb gab es letzte Woche nur 3 Deals. Und wir beginnen hier mit so einem Grill, mit so einer Grillplatte, elektrisch. Und diese war echt zu einem sehr guten Preis erhältlich. Ich schaue mir das Ganze einmal an. Und zwar benutze ich dieses Tool Keeper, falls du es noch nicht kennst. Das zeigt die Preise der Vergangenheit an. Und wir haben das Ganze hier auf 3 Monate eingeschaltet gerade. Also, als ich das Produkt gepostet habe, hat es 42,10 Euro gekostet. Genau in dem Moment konnte man hier zuschlagen tatsächlich. War das hier sogar 4 Tage, sehe ich, erhältlich. Und dann sprang der Preis wieder auf 109 Euro. Wo liegt er gerade? Also er korrigiert gerade auch ein bisschen. Der liegt gerade bei 99,99 Euro, was recht guter Preis immer noch ist, wenn man für 42,10 Euro gekauft hat. Ich habe hier einen Gewinn von einen möglichen Gewinn von 20 bis 30 Euro angesetzt, was rein theoretisch auch mit diesen 99, die es gerade kostet, vollkommen realistisch ist, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, Glückwunsch. Und wenn du es schon verkauft hast, natürlich noch mehr Glückwunsch. Ja. Also genau solche Produkte sind das. Wir sehen hier, es ist gut bewertet. Wir haben hier wirklich einen sehr, sehr stabilen Preis in der Vergangenheit gehabt. Wenn welche denken, jetzt der Sommer ist ja vorbei, da wird nicht mehr gegrillt. Ja gut, das ist so ein Elektrogriller. Den kann man auch ruhig auf den Balkon stellen und auf dem Balkon noch Sachen grillen. Dementsprechend spricht da nichts gegen, dass das Ganze noch gut läuft. Und wenn wir die Vergangenheit anschauen, auch im Winter ist das Ding bei 130 Euro gewesen. Also eventuell lässt man das sogar ein bisschen liegen und setzt den Preis ein bisschen höher. Und dementsprechend hat man hier auch dann guten Gewinn. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ist das hier ein Lenovo Smartphone. Speziell für Gaming ausgelegt scheinbar. Also ich habe da selber keine Erfahrungen mit. Falls du Erfahrungen damit hast oder besitzt das Handy selbst, kannst ja gerne mal unten in die Kommentare dazu schreiben, wie das Handy denn so ist und ob das verhältnismäßig seinem Preis hier entspricht. Tatsächlich gab es das Ganze zum Angebot für 399 Euro, also 200 Euro weniger als der Preis jetzt ist. Und man hätte hier tatsächlich gute Gewinne mitnehmen können damit. Jetzt ist der Preis wieder bei 600 Euro. Um euch einen kleinen Vergleich zu machen, das ist natürlich hier die offizielle Seite von Lenovo. Und um das ein bisschen vergleichbar zu machen, habe ich das mal rausgesucht. Hier bei Amazon ist der günstigste Preis derzeit bei 629 Euro. Auch hier haben wir eine History von Keeper, wo wir sehen, der Preis hat sich hier tatsächlich gut verhalten, also sehr stabil. Der tiefste Preis war bei 543 Euro. Das Telefon ist hier noch nicht so lange auf dem Markt tatsächlich, seit März dieses Jahres. Und wir sehen tatsächlich, dass das Ding 927 Euro anfangs gekostet hat. Dann hat es leichte Korrekturen auch gemacht und so weiter und so fort. Also bei Telefon, meiner Erfahrung nach, muss man ein bisschen schneller das Ganze drehen. Das heißt, wenn du dieses Telefon jetzt gekauft hast, dann verkaufe es recht zeitnah. Weil Telefonpreise sind natürlich sehr, sehr, vor allem wenn sie gerade neu auf den Markt kommen, können sie natürlich sehr schnell fallen. Und besonders bei so hohen Preisen,
Tatsächlich kann das sich auch ganz schnell wieder nach unten entwickeln. Wir sehen hier, seit März letzten Jahres haben wir Preise von 599, also knapp 600 € gehabt, dann mal wieder 500, dann 600. Also es kann sein, dass es zwischendurch mal wieder auf 500 € fällt. Zwar ist man hier immer noch mit 100 € im Plus, weil man das Ganze ja hier gekauft hat, wenn man diesen Deal natürlich wahrgenommen hat. Für 399 €. Wir sehen jetzt hier diesen Sprung nach unten. Und dann hat es kurzzeitig mal auf 767 € gemacht. Und jetzt ist er wieder von Lenovo her bei 600 €. Also, wenn ihr das Ganze hier auf dem Marktplatz eBay oder Amazon verkaufen wollt, dann solltet ihr das unbedingt schnell tun. Ihr könnt das Ganze natürlich auch bei eBay Kleinanzeigen stellen und weiterverkaufen. Und dementsprechend habt ihr hier auch die Möglichkeit, gute Gewinne zu machen. So, und schauen wir uns den letzten Deal an. Das war so eine Werkbank für Kinder. Und ja, von Bosch tatsächlich sogar sehe ich. Und hier haben wir tatsächlich auch einen guten Preis gehabt. Und zwar von Amazon 65,94 € und von den anderen Händlern lag der Preis bei 55. Ist das Ding tatsächlich bei 37,66 zu haben gewesen? Und da habe ich dann tatsächlich genau in dem Moment 37,66 euch den Deal gepostet und dementsprechend habt ihr beim tiefsten Punkt kaufen können. Und jetzt ist der Preis wieder bei 52,91. Also rein theoretisch, okay, ich habe das Ganze hier mit einem möglichen Gewinn von 10 bis 15 € berechnet. Also rein theoretisch möglich. Ja, man kann natürlich ein bisschen warten. Wir können das Ganze uns auf ein Jahr anschauen. Ja, hier hatten wir das im Dezember zur Weihnachtszeit auch nicht unbedingt besser. Aber tatsächlich kann man hier auch höhere Preise erreichen, wenn man da ein bisschen wartet. Und ich sag mal, dieses Produkt ist eigentlich ein echter Topseller für, ja, als Weihnachtsgeschenk und so weiter. Also in den Hauptsaisons für Händler. So, genau das war das alles. Also nur drei Deals letzte Woche. Diese Woche werden es ein paar mehr werden. Das Ganze und mehr dazu in nächste Woche Mittwoch. Also, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und gerne die Deals erhalten möchtest, findest du alle Informationen unten in der Beschreibung. Ansonsten Abonnier-Button drücken, Glocke drücken, so bleibst du dann auch immer auf dem aktuellen Stand. Falls dir diese Videos weiterhelfen bzw. dieses Format gefällt, gib dem Video doch gerne auch einen Daumen hoch. Das wird mich motivieren und wird mich freuen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich wünsche dir bis dahin viel Erfolg beim Kaufen und wieder Verkaufen und alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.